Meine sehr geehrten Damen und Herren, die folgende Musik stellt die Hintergrundmusik zu der Dokumentation Hardy und das kleine Meth-Labor zu Hause dar. Ja. Als der kleine Dennis Hartwig 3 Jahre alt war, da sagten Mama und Papa Hartwig: Boah, Rudolf, komm mal her! Wieso Rudolf? Was willst du, Ingrid? Ich hab voll Book of Crystal Meth. Ja, genau. Daraufhin sagte Rudolf: Ingrid! Fuck! Aber geil! Das machen! Und klein Hardy wuchs in einem Meth-Labor auf. Das hat ihm an sich gar nicht geschadet, ja? Er hatte viel Spaß. Die epileptischen Anfälle, die er hatte, und die außergewöhnliche Reizung auf irgendwelche Sachen, von denen er voll ausgetickt ist, waren vollkommen normal für Kinder seines Alters. Dennis Hartwig konnte tatsächlich im Alter von 14 Jahren schon die ersten Wörter flüssig sprechen. Und mit 18 hat er es geschafft, ein Diktat der ersten Klasse fehlerfrei aufzuführen. Oh mein Gott. Glücklicherweise waren die Eltern sehr, sehr sparsam. Nein! DX1 ist der Crystal Meth Beweis. Mittlerweile ist rund um Homburg eine Hochburg für Drogensüchtige entstanden, in denen immer wieder Leute zu Hardy und dann auch zu seinen Eltern Rudolf und Ingrid gehen können, um ihre Sucht nach Crystal Meth zu befriedigen. Oh ja. Nein! Typisches Zeichen für Crystal Meth Abhängige sind laute Nein-Schreie bei Versagen.